Guten Tag, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Dies ist der erste Teil einer 10-teiligen Serie, die heißt 50 archäologische Beweise dafür, dass Israel in Ägypten war. Und zwar zur richtigen Zeit. Ich hatte eine ähnliche Serie schon einmal gehabt. Sie hatte nur 36 archäologische Beweise vorgestellt. Es gibt sogar noch mehr als 50. Ich hoffe, ich kann Ihnen schöne neue Bilder zeigen und auch viel neues Wissen vermitteln. Bis bald. Maranatha. Bevor ich diese Serie angefangen habe, habe ich ein Buch über das gleiche Thema geschrieben. Hier seht ihr das Inhaltsverzeichnis. Das Buch, was ich als Vorlage für diese Videoserie geschrieben habe, finden Sie als PDF-Datei in der Videobeschreibung. Hier in diesem ersten Video gehe ich auf die Quellenangaben ein, woher ich dieses Wissen habe, und auf die Zeitbestimmung mit der Bibel und mit der Zerfetzer-Methode. Und im zweiten Teil dieses Videos zeige ich Ihnen diese 50 Artefakte stichpunktartig. Im zweiten Video dieser Serie muss ich erst einmal die wissenschaftliche Grundvoraussetzung erklären, wie man mit der C14-Methode auf die richtige Zeit kommen kann. Es gibt nämlich eine neue C14-Anpassungskurve, mit der man die gemessenen Daten in die Echtzeit übertragen kann. Auf diese selbe Kurve kann man durch drei verschiedene Verfahren kommen. Einmal durch die Bibel, einmal durch die Archäologie und das dritte Mal durch die Wissenschaft selbst. Die 50 Artefakte habe ich alle zeitlich sortiert. Das dritte Video zeigt die Ankunft und das Wohnen in Ägypten, und zwar die Artefakte 1 bis 5. Das vierte Video zeigt immer noch das Wohnen in Ägypten, und zwar die Artefakte 6 bis 14. Das fünfte Video zeigt die Artefakte für die Versklavung in Ägypten. Das sechste Video geht auf die 10 Plagen ein und den zeitgleichen Ausbruch des Vulkans in Santorin. Der Ausbruch dieses Vulkans war der Auslöser einer Ereigniskette, womit man die erste bis zur 9. Plage erklären kann. Das siebte Video geht auf die Artefakte im Roten Meer ein, die man dort gefunden hat, und auf den Auszugspharao und seine Nachfolger. Das achte Video geht auf außerbiblische antike Aufzeichnungen von den 10 Plagen und den Exodus ein, häufig in Stein graviert. Das neunte Video zeigt die Artefakte, welche bei der Wüstenwanderung entstanden sind. Und es zeigt eine Karte, wie die Israeliten genau gelaufen sind. Das zehnte Video zeigt die archäologischen Beweise, dass Israel Kanaan erobert hat, und zwar zur richtigen Zeit. Und wir sehen noch zwei Artefakte, die beweisen, dass dieser Auszug weit vor Ramses gewesen sein muss. Diese Videoserie zeigt am Beispiel der Geschichte der Israeliten in Ägypten und ihres Auszuges bis zur Eroberung von Jericho und Hazor, dass die Bibel 100% glaubwürdig ist. Zu dieser Erkenntnis kommt man aber nur, wenn man der Bibel nichts hinzudichtet oder entscheidende Hinweise nicht ignoriert. Das bedeutet in diesem Fall auch und ganz besonders, dass man die richtige Bibelchronik benutzen muss, um von den richtigen Jahreszahlen ausgehen zu können und der Bibel keine falschen Jahreszahlen zu unterstellen. In der Vergangenheit haben Archäologen die Bibelchronik komplett ignoriert und gingen von Ramses II., der von 1279 bis 1213 vor Christus regierte, als Auszugspharao aus. Dies tat man einzig aus dem Grund, weil in der Bibel in 2. Mose 1, Vers 11 gesagt wird, dass die Israeliten die Städte Pithon und Ramses bauten. Dabei wird innerbiblisch nicht nur die Bibelchronik völlig ignoriert, sondern auch, dass bereits in 1. Mose 47, Vers 11 beim Einzug der Israeliten nach Ägypten gesagt wird, dass sie in das Land Ramses zogen. Ramses war also der Name eines Gebiets in Ägypten und der Pharao wurde nach diesem Gebiet benannt und nicht umgekehrt. Ähnlich wie auch in Deutschland das Königshaus Hannover, wovon übrigens auch das Königshaus in England abstammt, nach der Stadt Hannover benannt ist. Die Archäologen und speziell die Ägyptologen ignorieren nicht nur die Bibel, sondern auch die Archäologie selbst.
Denn die letzten beiden von den hier genannten 50 archäologischen Artefakte sind der Berlinsockel, der beweist, dass die Israeliten weit vor Ramses bereits im eigenen Lande lebten, und die Meremta-Stele, welche auch Israel-Stele genannt wird. Sie sagt aus, dass der Sohn von Ramses II. Bereits Israel im Lande Israel geschlagen hat. Wenn die Israeliten unter seinem Vater ausgezogen wären, würden sie zu diesem Zeitpunkt aber noch in der Wüste wandern. In Wirklichkeit lebten Ramses II. Und Meremta aber in der Richterzeit, also lange nach der Zeit der Israeliten in Ägypten. Diese hier vorgestellten 50 Artefakte bzw. archäologischen Beweise sind in dieser Videoserie im Groben zeitlich ihrer Entstehung nachsortiert. Entnommen habe ich diese Beweise aus 8 Dokumentationsfilmen, die ich nachfolgend aufliste. In diesen Dokumentationsfilmen kann man diese Artefakte auch in bewegten Bildern wiederfinden. Beim Sehen dieser Filme muss aber berücksichtigt werden, dass sie nicht in allen Dingen korrekte Aussagen machen. Der erste genannte Film geht zum Beispiel von einem völlig falschen Übergang durchs Rote Meer aus und ignoriert bei diesem Vorgehen genaue Bibelangaben, zum Beispiel die Wassermauern in 2. Moses 14, Vers 22. Auch bei ihren Schlussfolgerungen, die sie auf den falschen Berg bringen, ignorieren die Filmemacher, dass die Bibel eindeutig sagt, dass der Berg in Arabien liegt. Das lesen wir in Galater 4, Vers 25. Denn Hagar bedeutet der Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Und gleich am Anfang möchten die Filmautoren mit der Amose-Stele beweisen, dass Amose der Auszugspharao war. Dem widersprechen aber andere Artefakte und auch die Existenz seiner Mumie. Dabei ist der Pharao des Auszuges doch im Roten Meer ertrunken. Auch mit der genauen Datierung wird in dieser Doku eher wischiwaschi umgegangen. Dafür sind die Animationsszenen sehr gut. Aber an den Stellen, wo diese Filmdokus Artefakte vorstellen, welche auch hier genannt sind, präsentieren sie Tatsachen. Aus den folgenden 8 Dokumentationsfilmen sind die folgenden 50 Artefakte entnommen. Erstens der Exodus, Doku Deutsch den Exodus, Mythos der Wahrheit. Zweitens ZDF Terra X, die biblischen Plagen 1 von 3, Duell am Nil. Drittens ZDF Terra X, die biblischen Plagen 2 von 3, Finsternis über Ägypten. Viertens ZDF Terra X, die biblischen Plagen 3 von 3, die Flucht aus dem Pharaonenreich. Fünftens Patterns of Evidence, auf der Suche nach den Spuren des Exodus. Sechstens der Fall Exodus, auf den Spuren des Auszuges aus Ägypten. Siebtens biblische Beweise von Ron Wade, Deutsch. Achtens Walter Veit. Erstens Archäologie und die Glaubwürdigkeit der Bibel. Die dreiteilige ZDF-Doku-Serie wurde sogar von gottfeindlichen Kräften gedreht, welche die Bibel als Lügengebäude darstellen. Sie behaupten, dass die Bücher Moses in der späten Königszeit oder in der babylonischen Gefangenschaft geschrieben seien und nicht von Mose selbst, so wie es die Bibel sagt und sogar Jesus selbst in den Evangelien mehrfach bestätigt hatte. Die Autoren dieser ZDF-Dokuserie behaupten, viele Autoren, welche die 5 Bücher Moses geschrieben hätten, haben von viel älteren Schriften der Ägypter abgeschrieben. Sie unterstellen also zuerst innerbiblische Lügen und ein falsches Auszugsdatum und beweisen dann, dass zu diesem Datum kein Auszug stattgefunden hatte. So etwas nennt man Strohmann-Argumente. Ausgerechnet diese Feinde Gottes führen uns aber in genau die richtige Zeit und bestätigen damit Gottes Wort ungewollt.
Die ersten Bilder und Informationen über den richtigen Durchgang durchs Rote Meer finden wir in dem Film von Ron Wade, wenn auch in schlechter Bildqualität. Bei den Angaben von anderen archäologischen Funden von Ron Wade bin ich aber nicht von ihrer Richtigkeit überzeugt. Aber die vielen Artefakte im und um den Durchgang im Roten Meer bei Nuweiba im Golf von Aqaba wurden auch von den Wissenschaftlern wie Vivekar Ponten und Dr. Lennart Möller aus dem 6. Dokufilm in dieser Liste gefilmt und bestätigt. Einige Artefakte werden fast in allen Videos genannt, wie zum Beispiel der Brooklyn-Papyrus, und andere Artefakte kommen nur einmal vor. Der 5. genannte Film, Patterns of Evidence, auf der Suche nach den Spuren des Exodus, vom Verlag Inakube GmbH, ist am besten recherchiert. Die Filmautoren gehen auch von ungefähr der richtigen Bibelchronik aus. Der Auszug war 1443 vor Christus und sie kamen in etwa auf 1450 vor Christus. Aber sie kannten noch nicht die C14-Anpassungskurve. Am Ende dieser Doku wird erklärt, dass selbst die Ägyptologen in dieser bestimmten Zeit ein sogenanntes dunkles Zeitalter in Ägypten angeben. Dunkel nicht deswegen, weil es eine schlimme Zeit war, sondern weil man nicht weiß, was da war. Es wird auch erwähnt, dass aus unserer Perspektive in die Vergangenheit blickend vorher mit der Königsliste aus Abydos datiert wird und danach mit der C14-Methode. Sie und auch andere Dokus weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei der Datierung mit der Königsliste bei den Mumien dieser Könige die Enkel der C14-Methode nach die Großeltern ihrer Opas sein müssten. Die Filmautoren kamen ebenfalls zum Schluss, dass die Ägyptologen die Angaben der Artefakte bei dem Auszug auf fast 200 Jahre später verschieben müssten. Nach der bisherigen C14-Methode liegen sie bei ca. 1620 vor Christus. Aber auf den finalen Schluss, dass dieses dunkle Zeitalter nur deswegen existiert, besser gesagt erzeugt wird, weil man die Datierungsmethode ab einem bestimmten Punkt geändert hat, nämlich von der Königsliste von Abydos zur C14-Methode, kamen sie leider noch nicht. Ab der 80. Minute wird dies offen angesprochen. Das folgende Bild aus diesem Film zeigt unten die Zeitleiste der Ägypter. Die dicken Pfeiler in der Mauer markieren jeweils 1000 Jahre. Der rechte schwarze Balken in der untersten Leiste, welche wie eine Mauer aussieht, zeigt das sogenannte dunkle Zeitalter der Ägypter. Die gelben Linien darüber sind die Zeitleisten der umliegenden Völker. Weil alle anderen angrenzenden Völker ausschließlich mit der bisherigen C14-Methode datiert wurden und nicht mit eigenen Königslisten, gleichzeitig aber an das maßgebliche Zeitsystem der Ägyptologen angelehnt wurden, ergeben sich deshalb zwangsläufig auch zeitlich versetzte Löcher in deren Chroniken. In dem 8. Dokumentationsfilm hat Professor Dr. Walter Veit ein Foto in der Grabkammer von Thutmosis III. Präsentiert, auf dem man die gemalte Geschichte vom Anfang des Endes dieses Auszugspharaos sehen kann. Die Geschichte, in denen sich die Stäbe in Schlangen verwandeln. Thutmosis III. Starb nach der Königsliste von Abydos im Jahre 1425 vor Christus und der Auszug fand nach der Bibelchronik im Jahre 1443 vor Christus statt. Diese 18 Jahre Differenz ist rückblickend auf die letzten 3500 Jahre ein Punkttreffer, wenn man weiß, wie diese Chroniken entstehen. Dr. Veit kam mit seiner Bibelchronik ebenfalls darauf, dass dieser Pharao der Auszugspharao gewesen sein muss. In seinem Vortrag Archäologie und die Glaubwürdigkeit der Bibel war dies ein sehr beeindruckendes Artefakt, welches er selbst fotografiert hatte und welches man sonst nirgends im Internet finden kann.
Zusätzlich zu den 8 genannten Dokumentationsvideos habe ich für diese Videoserie noch weitere Informationen über die genannten Artefakte aus Wikipedia zusammengetragen, welche die Dokumentationsfilme nicht erwähnt hatten. Zum Beispiel, was die Datierung der jeweiligen Artefakte mit der bisherigen C14-Methode betrifft. Speziell bei der Suche der genannten Standorte der erwähnten Artefakte war auch Google Earth eine sehr große Hilfe. So, jetzt stelle ich erst einmal die 50 archäologischen Artefakte stichpunktartig vor. Erstens eine Felsmalerei in Beni Hassan, auf der man den Einzug der Israeliten in Ägypten sieht. Und zwar in der richtigen Zeit. Mit der bisherigen C14-Methode wird sie auf das 19. Jahrhundert vor Christus datiert. Zweitens, der Einzugspharao wird riesig reich und die anderen Gaufürsten von Ägypten verarmen. Genau wie es die Bibel in 1. Mose 47 in den Versen 14 bis 26 sagt. Das passt genau auf Amenemhat III. Drittens, der Kanal mit dem Namen Josef in Ägypten, Bar Yusuf. Er leitet das Wasser des Nils in das riesige Wayum-Becken, dem heutigen Kuransee, von wo aus Ägypten das ganze Jahr über bewässert werden kann. Viertens, die Stadt Avaris im Lande Gosen, welche unter der Stadt Ramses liegt und vollständig mit einem westasiatischen Volk bewohnt wurde, den sogenannten Proto-Israeliten. Diese waren offensichtlich Viehhirten. Fünftens, 4 Raumhäuser im israelitischen hufeisenförmigen Stil in Avaris, also eine ganz andere Architektur, als sie in Ägypten sonst üblich war. Sechstens, die Residenz eines Hebräers in Avaris im Lande Gosen, der ein hoher Staatsmann in Ägypten war. Siebtens, einige Siegelringe mit dem Namen Jakob. Achtens, 12 Gräber der Stammväter Israels auf diesem Anwesen in Avaris. Neuntens, das dominierende Pyramidengrab war ordentlich geräumt. Also auch die Knochen des Grabbesitzers, in Anführungsstrichen, wurden umgebettet, weil die Bibel berichtet, dass Josefs Leichnam nach Israel überführt wurde. Zehntens, die dort aufgestellte Statue zeigt einen Mann mit semitischem Aussehen, einem für Ägypter ungewöhnlichen kurzen Haarschnitt und einem bunten Mantel. Der bunte Mantel war nach 1. Mose 37, Vers 3 das Markenzeichen für Josef. Elftens, eine starke Vermehrung dieser sogenannten Proto-Israeliten. Die Proto-Israeliten und die Hyksos sind offensichtlich die gleichen. Sie lebten nach der C14-Methode im Zusammenhang mit der neuen C14-Anpassungskurve in genau der richtigen Zeit, welche die Bibel für die echten Israeliten vorgibt. Zwölftens, es entstanden viele neue Städte in Gosen, welche von den Proto-Israeliten und nicht von den Ägyptern bewohnt waren. Dreizehntens, die Hyksos-Könige mit dem Beinamen Jakob, welche parallel zu den Pharaonen herrschten. Wie die Hyksos ins Land kamen, wissen die Ägyptologen nicht. Sie waren plötzlich da, verwalteten unter Ägypten und lebten anfänglich anscheinend in Symbiose mit den Pharaonen. 14. Circa 200 Kilometer südlich von Gosen entstand im Herzen von Ägypten die befestigte Stadt Kahun. Es ist ungewöhnlich, dass eine Stadt mitten im Land Ägypten befestigt ist. In diesem Fall aber auch leicht erklärlich, weil deren Bevölkerung aus Semiten und nicht aus Ägyptern bestand. Am Ende ihres Bestehens verarmen auch hier die Leute und plötzlich, ohne Spuren von Gewalt, wurde diese Stadt verlassen. 15. Ein starkes Herabsinken der Lebensjahre der semitischen Bevölkerung in Ägypten. Und auch Herreslinien in den Knochen verweisen auf Versklavung dieser Menschen. 16. Die Inschrift auf Hebräisch mit alphabetischen Buchstaben eines Sklaven in einer ägyptischen Türkismine im Sinai mit den Worten El, rette mich.
El steht in der Bibel für den einen Gott. Es ist die älteste Alphabetschrift auf der ganzen Welt überhaupt, welche man gefunden hat. Und auch die älteste Dokumentation, dass El für Gott steht. 17. Der Brooklyn-Papyrus, der eine Sklavenliste ist, nennt extrem viele hebräische Namen. 18. Eine Wandmalerei eines Grabes in Ägypten aus dem 15. Jahrhundert vor Christus mit semitischen Sklavenarbeitern. 19. Massengräber männlicher Säuglinge. 20. Die Population der Proto-Israeliten verschob sich auf 60% Frauen und nur 40% Männer, wegen der Kindermorde an nur männlichen Säuglingen. 21. Ausbruch des Vulkans von Santorin. Mit den einhergehenden Naturereignissen können in einer logisch aufgebauten Ereigniskette die ersten 9 von den 10 Plagen erklärt werden. Nach der bisherigen C14-Methode wird dieses Ereignis auf 1620 vor Christus datiert. Mit der neuen C14-Anpassungskurve kommen wir genau auf das echte Jahr 1443 vor Christus für den Auszug aus Ägypten, was mit der Bibelchronik übereinstimmt. 22. Zerbrochenes Geschirr mit Tierknochen und verbranntem Essen in der obersten Schicht von Avaris, so wie wir es in 2. Mose 12, Vers 10 lesen. 23. Massengräber in Ägypten zur gleichen Zeit, als die sogenannten Proto-Israeliten plötzlich von einem Tag zum anderen nicht mehr im Lande Gosen waren. Und zwar ausschließlich mit männlichen Leichen ohne sichtbare Verletzungen. Das entspricht der 10. Plage, in der nur erstgeborene Söhne der Ägypter starben. 24. Bimsstein aus Santorin darüber, was klar macht, dass der Auszug zeitgleich mit der Explosion dieses Vulkans einherging. Die Stadt Ramses, welche wir kennen, entstand erst sehr viel später darüber. 25. Der Durchgang durchs Rote Meer bei Nuweiba im Golf von Akaba, der alle Bibelstellen ohne Abstriche berücksichtigt und erfüllt. 26. Überreste ägyptischer Streitwagen aus der 18. Dynastie im Roten Meer im Golf von Akaba bei Nuweiba. Dieser Standort wird in 2. Mose 14, die Verse 2 und 9, Pi Hachirot genannt. 27. Ein vergoldetes Wagenrad eines Streitwagens aus der 18. Dynastie im Meer von Nuweiba. 28. Der Auszugspharao Tutmosis III. War offiziell ca. 80 Jahre alt. Nach der Bibel ertrank er im Roten Meer. Seine offizielle Mumie ist aber ein ca. 25-jähriger Mann. Neuerdings steht in Wikipedia, die Mumie sei 35 bis 40 Jahre alt. Das passt aber auch nicht. 29. Das Wandgemälde im Grab von Tutmosis III. Weist eindeutig auf die Geschichte seines Untergangs hin. Nämlich auf die Begebenheit, als Moses und die Zauberer von Tutmosis III. Stöcker in lebendige Schlangen verwandelten. Das war der Anfang seines Endes. 30. Der Nachfolger von Tutmosis III. Wird nicht der erstgeborene Sohn, sondern der zweitgeborene Sohn, Amenophis II. Auch dessen Nachfolger ist der zweitgeborene Sohn. Dieser Tutmosis IV. Begründet seinen Aufstieg mit einer Stele zu Füßen der Sphinx. 31. Der nächste Pharao, Amenophis III., ändert seine Religion in einen Monotheismus und sein Sohn Echnaton perfektioniert diesen neuen Glauben. Dieser zitiert sogar aus den Büchern Moses. Und seine Statue ist naturgetreu und nicht riesig und schematisch wie die von anderen Pharaonen. 32. Der Papyrus, die Klagen des Impuwa, welche die ägyptischen Plagen aus ägyptischer Sicht schildern.
mit vielen detailgetreuen Übereinstimmungen mit der Bibel. Zum Beispiel, dass die Sklaven den Schmuck der Herren bekommen, was wir auch in 2. Mose 3, Vers 22 finden. Dieser Papyrus wird genau in die richtige Zeit datiert. 33. Der ägyptische Medical Papyrus, der auch auf die Verletzungen der Plagen eingeht. Auch dieser Papyrus wird in die richtige Zeit datiert. 34. Ein Steinschrein im Ismailia Regionalmuseum. Dort wird die Exodus-Geschichte in Hieroglyphen aus ägyptischer Sicht geschildert. Moses wird als der Prinz der Wüste beschrieben und die Hebräer als die Bösen. Dort liest man in Hieroglyphenschrift von der Teilung des Meeres, was bei Pi Chariot geschah. Das ist genau das Pi Hachirot aus 2. Mose 14, die Verse 2 und 9. Die Bedeutung dieses Namens ist Mündung der Felsenschlucht und genau das beschreibt die Mündung des Wadis bei Nuweiba. 35. 1876 fand Heinrich Schliemann drei riesige Gräber in Griechenland in Mykene, welche viele israelitische Schwerter und viele Goldschätze aus Ägypten enthielten. Die drei Grabsteine zusammen erzählen die Geschichte vom Durchgang durchs Meer in drei Bildern. Nach der bisherigen C14-Methode sind sie ca. 3500 Jahre alt. 36. Zwei Gedenksäulen, vermutlich vom König Salomo. Eine in Nuweiba und eine zweite beim Ankunftsstrand in Arabien, welche beide auf den Durchgang durchs Rote Meer hinweisen. Dieses zweite Monument wurde aber leider schon von Saudi-Arabien entfernt und der derzeitige Aufenthaltsort ist unbekannt. 37. Die Oase Elim mit 70 Palmen und 12 Brunnen gibt es heute noch in Arabien, genauso wie sie in 2. Mose 15, Vers 27 beschrieben ist. 38. Ein gespaltener riesiger Stein, an dessen Fuß Erosion durch fließendes Wasser gefunden wurde und der vor dem Berg Horeb liegt, genauso wie es von Moses berichtet wird. 39. Ein Steinaltar aus unbehauenen Steinen in der Nähe dieses gespaltenen Felsens, den Moses in 2. Mose 17, Vers 15 errichtet hat. 40. Der Felsaltar vom goldenen Kalb aus 2. Mose 32, die Verse 4 und 5, mit Stierbildern. Dieser ist am Fuße des Berges Horeb bzw. des Berges Sinai, den man in Arabien gefunden hat. 41. Ein Steinaltar aus unbehauenen Steinen und Platz für die Stiftshütte neben dem Wüstenlager. Er hat in der Mitte auch Steine und ist nicht hohl wie ein Gebäude. Dieser wurde von Moses nach 2. Mose 33, Vers 7 aufgebaut. 42. Der Fall der Mauer von Jericho nach außen und in der richtigen Zeit, genau nach diesen bisherigen Ereignissen. 43. Das Einstürzen der Mauer von Jericho nach außen, außer ein kleines Teilstück, da wo das Haus von Rahab stand, genauso wie es uns die Bibel berichtet. Diese Hausruine von Rahab steht heute noch. 44. Die Brandspuren über diesen Einsturz der Mauer. Der Brand kam also erst nach dem Einsturz, genauso wie es in der Bibel beschrieben wird. 45. Die riesigen Vorratslager in Jericho, welche nicht angetastet wurden, genauso wie es die Bibel sagt. Diese Stadt wurde nur eine Woche lang belagert und sie wurde nicht geplündert. 46. Hazor wurde in der gleichen Zeit zerstört wie Jericho, was die C14-Messungen bestätigen. Im Schutt dieser Stadt fand man Tonscherben mit Keilschrifttexten. Und dort wird der König Jabin erwähnt. Das ist derselbe König, den Josua in Josua 11, Vers 1 bis 11 mit dem Schwert erschlug. 47.
Die Götterstatuen der kanaanitischen Städte, welche in dieser Zeit zerstört wurden, wurden ebenfalls zerstört. Das ist unüblich bei Überfällen anderer Kulturen auf Städte. Aber den Israeliten wurde dies ausdrücklich so geboten. 48. Die riesigen Steinformationen von Fußabdrücken im Bereich von Israel, welche oft auch mit Steinaltären aus unbehauenen Steinen versehen sind. Sie heißen Gilgal. Sie wurden in genau der richtigen Zeit in Israel aufgestellt und entsprechen der Anweisungen Gottes in den Büchern Moses. 49. Der Berlinsockel, auf dem die Israeliten auch erwähnt sind und der weit vor Ramses entstand. Er beweist, dass die Israeliten sogar schon weit vor der Zeit Ramses im eigenen Land lebten. 50. Die Meremta-Stele erwähnt Israel im Lande Israel und wurde vom Sohn Ramses geschrieben. Wenn die Israeliten zur Zeit Ramses ausgewandert gewesen wären, dann würde dieses Volk zur Zeit von Meremta noch in der Wüste wandern. Dieses Video war leider wieder etwas länger, aber ich wollte Ihnen alle Artefakte in dieser Serie zunächst auf einmal präsentieren. Auch das nächste Video wird wieder etwas länger, weil ich die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich der Zivitz-Methode erklären muss, damit die zeitlichen Abweichungen der bisherigen Zivitz-Methode zur Echtzeit begriffen werden können. In den darauffolgenden 8 Videos gehe ich dann auf die Details dieser hier erwähnten Artefakte ein. Ich hoffe mit dieser Videoserie, dass wissenschaftsgläubige Menschen feststellen, dass die Bibel in jedem Punkt Recht hat. Ob sie dann das Wort Gottes auch annehmen, liegt bei ihnen selbst. Wenn sie es annehmen sollten, bekommen sie auch schnell mit erfüllter Prophetie mit, dass die ausstehenden Prophetien auch kurz vor ihrer Erfüllung stehen. Unser Herr kommt sehr bald. Maranatha.